Hallo, liebe Freunde. Heute habe ich ein sehr wichtiges Thema, nämlich wie der Lobbyismus um Bill Gates, George Soros und andere herum funktioniert. Anlass, es sind Kommentare unter meinem letzten Video, ihr wisst, ich lese sie ja zumindest am Anfang, die hunderte von Likes haben, wo dann, weil ich den Ken dafür kritisiert habe, dass er Reiche enteignen will, ihm Recht gegeben haben. Inzwischen gibt es auch weitere sehr bekannte Truther, die die These auch vertreten. Ich nenne keine Namen. Und deswegen will ich mich dieses Themas mal ganz genau annehmen. Sehr investigativ auch, aber auch sehr grundsätzlich am Schluss des Videos. Es gibt grundsätzlich immer zwei Komponenten bei einer Tat oder bei etwas, was man fordert. Das eine ist die moralische Komponente, ist das moralisch, was ich fordere, und das andere ist die ökonomische Komponente oder gesellschaftliche Komponente, ist die Forderung sinnvoll? Das werde ich untersuchen, schaut euch dazu aber erstmal folgende Grafik an. Hier seht ihr in der Übersicht, wie das ganze Schema funktioniert, und ich werde das anhand einzelner Quellen dann belegen, aber hier noch ganz kurz. Nur ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Also, Lobbyorganisationen nehmen Einfluss auf die Parlamente, damit sie in ihrem Sinne Gesetze verabschieden. Das ist aber nicht alles. Also, es ist die Justitia. Sie geben auch noch Geld an diese Organisationen, direkt oder indirekt. Steuergelder. Und sind darüber hinaus auch noch von der Steuer befreit, die sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Und dazu muss man wissen, dass eine Nichtregierungsorganisation selber entscheidet, wie es das Geld ausgibt. Also der Bill Gates kann sich auch ein Flugzeug davon kaufen. Er hat die alleinige Kontrolle über die Stiftung. Und in der Regel wird nur ein kleiner Teil tatsächlich für wohltätige Zwecke ausgegeben. Also Stiftungen sind auch Steuersparmodelle auch vom Staat gewährt, womit natürlich diese Organisationen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber normalen Unternehmen haben, die Steuern zahlen müssen. Und das, obwohl der auch zum Beispiel die Bill Gates Stiftung, habe ich ja schon was darüber gemacht, in Aktien investiert und die Erträge sind dann steuerfrei. Eine jüngste Untersuchung habe ich auf Telegram schon gezeigt, hat ergeben, dass Bill Gates durch seine Investments mehr Geld macht, als er an Spenden herausgibt. Also unter anderem in die Pharmaindustrie. Hier haben wir nur als Beispiele eben Bill und Melinda Gates, The Global Fund, da kommen wir gleich drauf, und die Open Society von George Soros, weil die besonders groß sind und auch sehr einflussreich, was man ja ganz einfach erkennen kann, indem man die Organisationen anschaut, die die unterstützen und die Ziele, die sie verfolgen. Das ist in dem Fall gar nicht so schwer. So, und jetzt nenne ich euch ein paar Beispiele, beziehungsweise bevor ich das mache, sensationelle Nachrichten, die natürlich zum Thema passen. Also, Tansanias Präsident sagt, sie hätten eine Ziege und eine Papaya positiv auf Corona getestet. Damit mein Video nicht gelöscht wird, kommentiere ich das jetzt mal nicht. Aber was das heißt, ist ja wohl klar, wenn es stimmt. Dann haben wir eine Meldung bekommen, das hatte die Eva Herrmann gepostet und auch Deutsch, sozusagen auch auf Deutsch übersetzt die wichtigen Punkte, dass jetzt Afrika, ein afrikanischer Staat, und zwar Nigeria, die Opposition behauptet, dass Bill Gates dem Repräsentantenhaus Nigerias 10 Millionen Dollar Bestechungsgeld geboten habe für die schnelle Verabschiedung des Gesetzes über Zwangsimpfungen. Mainstream-Bericht. In Deutschland läuft es ein bisschen subtiler. Da bietet man nicht direkt dem gesamten Abgeordnetenhaus 10 Millionen, sondern man sorgt dafür, dass ein Pharmalobbyist, nach meiner Meinung, wie Jens Spahn, Gesundheitsminister wird.
Und der, das ist dann die Zwangsimpfungen durch. Im Moment ist es ja angeblich vom Tisch, aber ich habe es schon im letzten Video gesagt, die EU arbeitet schon an etwas Ähnlichem. Das habe ich auch immer gesagt, die Zentralisierung von Macht sorgt dafür, dass das Bestechen billiger ist, weil dann brauche ich bloß die EU-Kommission, nicht gewählt vom Volk, bestechen. Und dann gilt es für alle Länder. Und die Bestechung ist in der Regel nicht so direkt, wie jetzt in Nigeria behauptet wird, sondern man verschafft ihnen halt Posten, man verschafft ihnen Aufträge und so weiter. Später gehen sie dann zu diesen Unternehmen oder zu diesen NGOs, das wisst ihr alles. Aber ich will hier noch auf viel krassere Dinge hinweisen. Ja, und natürlich sind George Soros und Bill Gates auch geschäftlich verbunden. Ich habe eine Meldung rausgesucht, wo sie in derselben Initiative sind. Aber da gibt es natürlich noch mehrere Verbindungen. Wir blenden das einfach mal ein. Ich glaube, da ging es um, naja, auf jeden Fall wieder um eine sehr philanthropische Einrichtung, wo sowohl Bill Gates als auch George Soros spenden. Das ist also natürlich alles eine Mischpoke. Vielleicht komme ich auch noch dazu. Und natürlich habe ich auch schon öfter was darüber gemacht, die Rothschilds und die Soros-Familie geschäftlich verbunden. Zum Beispiel war der einer, der im Quantumfonds, seinen Quantumfonds gemanagt hat, auch im, oder ist es noch im Direktorium der Rothschild, ein Herr Katz. Also sind alle miteinander verbunden. Darf man laut einem Bericht des Standards nicht sagen, habe ich schon auf Telegram gepostet, falls ich jetzt nicht dazu komme. Ja. Habe ich aber auch schon kommentiert. Dann auch hochinteressant, im Dezember 2014, damit ich das nicht vergesse, wurde ein Mann verhaftet aus Seattle in der Villa von Bill Gates, weil er angeblich mehr als 6000 Fotos von Kindervergewaltigungen gesammelt haben soll. Und zwar Rick Allen Jones, der angeblich als Ingenieur im Hause der Gates beschäftigt war. Da könnt ihr euch euren eigenen Reim drauf machen, dass Jeffrey Epstein mit Bill Gates verbunden ist. Habe ich schon öfter aufgezeigt. Das ist kein Zufall und ist auch nicht unwichtig, um das ganze Schema zu verstehen. An dieser Stelle schon, es geht nicht nur darum, sich die Leute zu kaufen, sondern sie auch durch Erpressung gefügig zu machen. Das kostet gar nicht so viel Geld. Im Gegenteil, es bringt Geld. Jeffrey Epstein ist ja reich geworden dabei. Also es nützt nichts, den zu enteignen, weil er hatte aber auch gar kein Geld. Er ist dann reich geworden, aber dazu komme ich am Ende noch. Inzwischen gab es auch eine Studie, gab es schon im März, aber ich hatte die, glaube ich, noch nicht, der Oxford University, die schon festgestellt hat, dass eben die Sterblichkeit im Rahmen einer normalen Grippe liegt. Zeige ich euch auch noch. Aber jetzt zum Schema, also was das Allerwichtigste dabei ist, und ihr seht es auch schon in der Grafik, den Akteuren wird Immunität gewährt bei ihren Aktivitäten. Zum Beispiel heißt es hier beim Global Fund, der für Malaria und AIDS und so weiter bekämpfen will, dazu könnt ihr euch selber informieren, House of Numbers ist da ein guter Film. Heißt hier wörtlich, auf der Webseite sogar, das Global Fund, das Abkommen über Privilegien und Immunitäten soll sicherstellen, dass der globale Fonds und seine Ressourcen und sein Personal vor Gerichtsverfahren geschützt werden, die die Mission gefährden können. Das heißt, sie schützen sich auch noch mit Immunität dafür angeklagt zu werden, dass sie Verbrechen begangen haben. Das sehen wir dann zum Beispiel auch bei CERN. Die Klage vom Bezirksgericht wurde abgelehnt, zwar mit dem Hinweis, dass CERN als internationale Organisation absolute Immunität und genieße und sei damit von jeglicher Gerichtsbarkeit befreit. Wir kommen gleich nochmal zum Überblick dazu.
So, es ist nämlich der gigantische Trick dabei. Ah ja, hier, in der Breakthrough Coalition sind Bill Gates und, ah ja, das ist ganz interessant, wer da alles dabei ist. Illuminaries, among the notable US Luminaries. Ja, es stellt da wirklich, erinnert an einen anderen Begriff. Mark Benioff, Jeff Bezos, Bill Gates, George Soros, Mac Whitman, Tom Steyer, der gerade gegen, der versucht hat, gegen Trump anzutreten, und Mark Zuckerberg und Richard Branson und Jack Ma und von der Alibaba-Gruppe und Ratan Tata. Und Mark Zuckerberg hat gerade, beziehungsweise Facebook, ganz offiziell zugegeben, dass sie jetzt QAnon-Konten gelöscht haben, also die mit QAnon was zu tun haben, im Vorfeld der Wahlen. Also sie geben offen zu, dass sie Konten löschen, um die Wahlen zu beeinflussen. Natürlich sagen die, weil diese Konten angeblich die Wahlen beeinflussen, aber es ist natürlich exakt umgedreht, satanisch umgekehrt mal wieder. So, und da gibt es eben den Diplomatenstatus, den wird Diplomaten geließen, schon lange, aber eben auch die Mitarbeiter in Nichtregierungsorganisationen. Und zwar kann man das sogar auf Wikipedia nachlesen, da gibt es einen relativ guten Beitrag zu Nichtregierungsorganisationen, wo sogar auch Kritik an diesen Nichtregierungsorganisationen geübt wird. Vielleicht vorher noch, Q hat auch das Rote Kreuz erwähnt und auch da zeigen wir, das Rote Kreuz genießt bestimmte Privilegien und Immunitäten. Beim Roten Kreuz zum Beispiel, das habe ich glaube ich sogar da. Ja, das ist also aus dem Bericht zur Nichtregierungsorganisation zuhören, hinsetzen. Größere Nichtregierungsorganisationen weisen mitunter Jahresbudget von mehr als 1 Milliarde Euro auf. Einnahmequellen sind neben Mitgliedsbeiträgen vor allem Spenden, Erlöse aus dem Verkauf von Waren sowie Einnahmen aus Aufträgen von privaten oder öffentlichen Stellen, etwa Honorare für soziale Dienste oder Flüchtlingsbetreuung. Daneben hängen auch viele Nichtregierungsorganisationen in erheblichem Maß von staatlichen Mitteln ab. Die Einnahmen von Oxfam, das nach dem Roten Kreuz zu den weltweit größten Hilfsorganisationen zählt, natürlich auch da die üblichen Verdächtigen an Bord, lagen im Geschäftsjahr bei knapp 2015-2016 bei knapp 1,1 Milliarden, die zum großen Teil von der öffentlichen Hand stammen. 67 Millionen Euro von der EU, 63 Millionen Euro von den Vereinten Nationen und von UN-Organisationen und 200 Millionen von nationalen Regierungen. Speziell beim Deutschen Roten Kreuz habe ich mal nachgeschaut, dass die Einnahmen von Staaten die Personalkosten übersteigen. Das heißt, die operieren völlig ohne Risiko, weil ihre Personalkosten bereits gedeckt sind. Und dann gibt es die UN-Charta für Nichtregierungsorganisationen. Gemäß Artikel 71 der UN-Charta können Nichtregierungsorganisationen Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen erlangen, wenn sie die ECOSOC-Resolution, wenn sie die in der Resolution festgelegten Kriterien erfüllen. Zurzeit sind dort 4.990 Organisationen registriert. 4.990 Organisationen. So, und diese bekommen, die Mitarbeiter dieser Organisation bekommen von den Regierungen Immunität zugesichert. Das heißt, sie können was immer, sie können machen, was sie wollen, sie können nicht angeklagt werden. Und natürlich gibt es dann auch für die handelnden Personen Diplomatenstatus zum Teil, die ja dann zum Teil in Doppelfunktion auch unterwegs sind, je nachdem. Wir kennen das von der BITS, da darf auch eine Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken, niemand darf in die Gebäude eindringen, kein Staatsanwalt. Ich glaube, bei der EZB ist es genauso und auf jeden Fall auch bei der Federal Reserve.
So, und jetzt müsst ihr euch nochmal das Bild vor Augen halten. Sie werden unterstützt mit Steuergeldern. Achso, den Aspekt habe ich noch vergessen. Also viele von denen werden vom Staat direkt finanziert, aber auch die, die nicht direkt vom Staat finanziert werden, wie wahrscheinlich die Bill und Melinda Gates Stiftung, profitieren aber natürlich trotzdem von den staatlichen Regelungen, weil sie eben lobbyieren dann, zum Beispiel für den Impfzwang, und dann steigen die Aktien der Impfaktien an. Also selbst wenn sie nicht direkt unterstützt werden vom Staat, profitieren sie von diesen staatlichen Regelungen. Das ist also auch noch eine Gelddruckmaschine. Und wenn sie irgendwelche Sauereien machen, sind sie, wird ihnen Immunität gewährt. Nun, das Spiel heißt Teil und Herrsche. Bitte spielen Sie es mit mir.